Weil ich nicht sterben wollte. Krasse Aussage, oder? Es kam der Tag, an dem ich nicht mehr aus dem Bett kam. Ich wollte aufstehen, doch ich fiel wieder rein. Und bei einem Wasserbett ist es dreimal so schwer. Glaubt es mir. Ich bekam Angst, Panikattacken. Letztendlich schaffte ich es und habe sofort meinen Arzt kontaktiert. Und er weckte mich auf, so richtig, mit einem Vorschlaghammer. Herr Muratidis, Sie werden in den nächsten 10 Jahren an Herzinfarkt sterben. Wollen Sie das? Natürlich nicht, antwortete ich ihm. Dann tun Sie etwas an Ihrer Ernährung, war seine Antwort. Das war ein Weckruf. Ich wog zu meinen Hochzeiten 145 Kilo, was mir Diabetes mellitus einbrachte. Und genau an dem Tag hatte ich einen Zuckerwert von 14,5. Ich war im Delirium. Heute wiege ich 97,5 Kilo und mein Zuckerwert ist bei 5,6. Ich nehme keine Medikamente mehr. Mein Arzt sagte mir bei den routinemäßigen Blutuntersuchungen, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber machen Sie genauso weiter. Mein Ernährungsberater, den ich aufgesucht habe, weil ich eine Weile mich bei 100 Kilogramm in einem Plateau befand, fragte mich, und was genau wollen Sie jetzt von mir? Sie sind auf einem sehr guten Weg. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen als das, was Sie bereits gemacht haben. Na dann. Ich werde oft gefragt, was ich denn genau gemacht habe. Und genau darüber möchte ich berichten. Ihr erfahrt also aus erster Hand von jemandem, der da durch ist und sein Gewicht tatsächlich hält. Ich bin kein Ernährungsberater. Ich bin das personifizierte Gesundesserbeispiel, was nicht sterben will. Das klingt doch nach einem großartigen Plan, oder? Ich werde versuchen, Schritt für Schritt durchzugehen, welche Veränderung ich in meinem Leben vorgenommen habe. Ich möchte betonen, dass es nicht darum geht, radikale Dinge zu tun, sondern kleine, nachhaltige Schritte zu setzen. Ich möchte euch zeigen, dass Veränderung möglich ist, wenn man es wirklich will. Und meine persönliche Erfahrung macht das Ganze so viel greifbar. Wisst ihr, Freunde, ich musste es mir alles selbst erarbeiten. Ihr habt das große Glück, dass ich es gemacht habe und euch zur Verfügung stelle. Let's go. Let's go. Go, go. Meine allererste Frage war, wie kann ich Adipositas mit Diabetes in Verbindung bringen? Denn es heißt ja, Adipöse, man könnte eigentlich Adipöse sagen, Menschen neigen zu Diabetes. Fast zu 99%. Das habe ich tatsächlich recherchiert. Erstmal, was ist Diabetes? Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit, ist ein Überbegriff für verschiedene Erkrankungen des Stoffwechsels. Allen gemeinsam ist, dass sie zu erhöhten Blutzuckerwerten führen, weil die Patientinnen und Patienten einen Mangel am Hormon Insulin haben und/oder die Insulinwirkung vermindert ist. Und was ist adipös? In der Medizin bezieht sich der Begriff adipös auf einen Zustand von Fettleibigkeit oder übermäßiger Fettansammlung im Körper. Adipositas ist also eine ernsthafte medizinische Erkrankung, bei der überschüssiges Körperfett in einem Maß auftritt, das negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Adipositas kann zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Typ-2-Diabetes, Gelenkprobleme, Schlafapnoe und vieles mehr. Es gibt auch psychologische, psychosoziale Auswirkungen, da Menschen mit Adipositas oft mit Vorurteilen und Stigmatisierungen konfrontiert sind. Die Behandlung von Adipositas beinhaltet in der Regel eine Kombination aus Ernährungsumstellung, Bewegung und einigen Fällen medizinischer oder chirurgischer Intervention. Es ist wichtig, Adipositas als ernstzunehmende Erkrankung zu betrachten, die eine individuelle, ganzheitliche Herangehensweise erfordert. Und soll ich euch etwas verraten? All diese Symptome hatte ich. Alle. Zurück zur Frage Verbindung zwischen Adipositas und Diabetes. Diabetes. Die Verbindung zwischen Adipositas, also Fettleibigkeit, und Diabetes ist komplex. Und es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Hier sind einige Aspekte, die Adipositas mit Diabetes in Verbindung gebracht werden können. Erstens, Insulinsensitivität. Adipositas kann zu Insulinresistenz führen, was das Risiko für Typ-2-Diabetes erhöht. Zweitens, Entzündungen. Adipositas ist oft mit chronischen Entzündungen verbunden, die wiederum die Insulinresistenz fördern können. Drittens, Lebensstil und Ernährung. Neben dem reinen Gewicht kann auch der Lebensstil und die Ernährung einen großen Einfluss haben. Viertens, genetische Faktoren. Es ist wichtig zu erwähnen, dass nicht alle übergewichtigen Menschen Diabetes entwickeln. Und es gibt auch schlanke Menschen, die an Diabetes leiden. Die genetische Veranlagung spielt ebenfalls eine Rolle. Fünftens, positiver Fokus. Die Botschaft sollte hier nicht sein, dass alle dünnen Menschen automatisch vor Diabetes geschützt sind, sondern dass ein gesunder Lebensstil unabhängig vom Gewicht entscheidend ist. Und jetzt das Ganze für Normalsterbliche. Okay, stellt euch vor, euer Körper ist wie ein Team von kleinen Arbeitern, die Zucker in Energie umwandeln. Jetzt, wenn ihr viele große Zuckerpakete wie Süßigkeiten oder zu viel Essen esst, wird das Team manchmal ein bisschen faul und kann den Zucker nicht so gut verarbeiten. Wenn das öfter passiert, wird euer Körper wie ein voller Bus und die Leute, oder Insulin, wie wir sie nennen, im Bus können nicht mehr so leicht aus- und einsteigen. Das nennt man Insulinresistenz. Die Insulinresistenz macht es schwierig für den Zucker, in Energie umgewandelt zu werden. Und das kann zu Problemen wie Diabetes führen. Übergewicht kann manchmal wie ein großer Bus sein, der Insulinresistenz verursacht. Aber wisst ihr was? Ihr könnt das verhindern, indem ihr auf euren Bus aufpasst. Wenn ihr gut esst, euch bewegt und auf euren Körper hört, bleibt euer Bus fit und die kleinen Arbeiter können weiterhin den Zucker in Energie umwandeln. Denkt daran, es geht nicht darum, dünn zu sein, sondern darum, gut auf euren Körper aufzupassen. Also, was genau habe ich gemacht? Ich beantragte als allererstes eine Reha. Übrigens steht das jedem zu und es wird, wenn medizinisch indiziert, auch übernommen. Also stellte ich den Antrag, der auch, aber sowas von schnell, genehmigt wurde. Für den Anfang 3 Wochen. In der Reha fand ich leider nicht die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte. Selbst eine Ernährungsberaterin in der Reha sagte in einem Vortrag, ich schäme mich für das Essen, das man ihnen hier hinwirft. Genau das war der Moment, in dem ich beschloss, meine eigene Reise in die Hand zu nehmen.
Schon während der Reha begann ich intensiv zu recherchieren und meine Ernährung sowie meinen Lebensstil selbst zu überdenken. Schon in der zweiten Reha-Woche verlängerte ich um nochmal 3 Wochen. Und dann hat meine Reha-Ärztin noch eine Woche beantragt und diese wurde auch genehmigt. Warum ich das gemacht habe? Ich wollte diese Zeit nutzen und eine gute Basis für mich zu legen, wenn ich wieder zu Hause bin. Je mehr ich also recherchierte, desto komplexer wurde diese Reise. Ich ließ aber nicht locker. Ich hörte von Begriffen wie Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Fett, Proteine, Eiweiß, Plateau. Fangen wir mit den grundlegendsten Begriffen an. Unsortiert. Einfach aus dem Gedächtnis. Diät. Diät. Die Bezeichnung Diät kommt vom Altgriechisch dieta und wurde ursprünglich im Sinne von Lebensführung, Lebensweise verwendet. Die Diätetik beschäftigt sich auch heute noch wissenschaftlich mit der richtigen Ernährungs- und Lebensweise. Seit Hippokrates, einer meiner Urgroßväter übrigens, wird als Diät eine spezielle Ernährung des Menschen bezeichnet, bei der längerfristig oder dauerhaft eine spezielle Auswahl von Lebensmitteln verzehrt werden. Wobei unter Diät nicht nur die Ernährung, sondern die gesunde Lebensweise verstanden wurde. Auf dem antiken System der Humoralpathologie beruhend sollte bei Diokles von Charistos die Beschaffenheit der Nahrung der Qualität der Jahreszeiten entgegengesetzt sein. Im Sommer etwa sollte die Ernährung nicht erwärmend und trocknen, im Winter weder kühlend noch feuchtmachend sein. Im deutschsprachigen Raum bezeichnet der Begriff bestimmte Ernährungsweisen und Kostformen, die entweder zur Gewichtsab- oder Zunahme oder als Heilverfahren zur Behandlung von Krankheiten dienen sollen. Umgangssprachlich wird der Begriff in Deutschland häufig mit der Reduktionsdiät, Reduktionskost zur Gewichtsabnahme gleichgesetzt. Es bildet somit ein Synonym zur Schlankheitskur, was nicht sehr hilfreich ist, wenn man von Diät spricht. Resistente Stärke. Resistente Stärke entsteht durch das Abkühlen gekochter, stärkehaltiger Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Reis und Nudeln. Durch das Abkühlen verändert die Stärke ihre chemische Struktur. Sie wird für den Darm nahezu unverdaulich und hat so einen positiven Einfluss auf die Darmflora. Dieser Prozess dauert etwa 12 bis 24 Stunden. Selbst erneutes Erhitzen zerstört die resistente Stärke nicht. Um Nudeln also im Topf aufzuwärmen, gibt es einen hilfreichen Trick. Gib etwas Wasser in einen Topf und erhitze diesen. Hänge anschließend ein Metallsieb in den Topf und gib die Nudeln in das Sieb. Mit Hilfe des Wasserdampfes werden die Nudeln nun in 1 bis 2 Minuten erwärmt, ohne dass sie matschig oder trocken werden. Cool, oder? Es gibt Hinweise darauf, dass resistente Stärke sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Er steigt weniger stark an und die Insulinempfindlichkeit wird verbessert. Kartoffeln und Nudeln vom Vortag haben weniger Kalorien als frisch gekochte. Zugleich fördern sie eine intakte Darmflora und wirken sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus. Stärkehaltige Lebensmittel sind wie gesagt Nudeln, Kartoffeln, Reis, Mais, Getreideprodukte und Hülsenfrüchte. Der Kaloriengehalt von resistenter Stärke liegt zwischen
1,6 und 2,8 Kalorien pro Gramm oder 4 bis 8 Kilojoule. Es ist damit halb so hoch wie der Kaloriengehalt von verwertbaren Kohlenhydraten mit durchschnittlich 4,1 Kilokalorien pro Gramm. Leider wird nicht die gesamte enthaltene Stärke zu resistenter Stärke umgebaut. Aber der Anteil an resistenter Stärke erhöht sich durch das Erhitzen und Abkühlen auf bis zu ca. 10% in zum Beispiel Kartoffeln oder Linsen. Die resistente Stärke lässt sich wunderbar beim Meal Prep oder Vorkochen nutzen, da stärkehaltige Lebensmittel vor allem durch die Aufbewahrung im Kühlschrank komplett abkühlen. Ein Beispiel zum besseren Verstehen. 200 Gramm gekochte Kartoffeln haben einen Kalorienwert von ca. 140 Kilokalorien. Sie enthalten 32% Kohlenhydrate in Form von Stärke. Kochst du die Kartoffeln einmal mit Schale auf, kühlst sie dann vollständig wieder ab und erwärmst sie wieder, enthalten sie nur noch 22% verwertbare Kohlenhydrate und damit nur noch etwa 100 Kalorien. So hast du ganz einfach 40 Kalorien gespart. Es gibt Hinweise darauf, dass resistente Stärke sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Er steigt weniger stark an und die Insulinempfindlichkeit wird verbessert. In Tierversuchen konnte ein günstiger Einfluss von Butyrat auf die Blutfettwerte nachgewiesen werden. Fazit: Stärke ist ein Mehrfachzucker, auch Polysaccharid genannt. Sie besteht aus einer Vielzahl von Zuckermolekülen. Stärke gehört zu den komplexen Kohlenhydraten. Um sie abzubauen und Energie daraus zu gewinnen, muss der Körper Stärke im Verdauungstrakt erst aufspalten. Stärke ist vor allem in Getreide, Reis, Mais, Kartoffeln enthalten. Stärke gehört aber zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Laktose. Laktose lautet das lateinische Wort für Milchzucker. Wie der Name bereits vermuten lässt, kommt Laktose naturgemäß in Milch und daraus hergestellten Produkten vor. Milchzucker gehört zur Gruppe der sogenannten Disacchariden. Das bedeutet, dass der Zucker aus zwei Zuckermolekülen aufgebaut ist. Ballaststoffe. Ballaststoffe, auch Nahrungsfasern genannt, sind bestimmte unverdauliche Substanzen in pflanzlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel die Fasern in grünen Bohnen. Unverdaulich heißt, sie werden im Dünndarm nicht zersetzt, sondern gelangen unverändert in den Dickdarm. Dort saugen sie Wasser auf und quellen. Ballaststoffe sind die faserreichen Bestandteile von pflanzlichen Lebensmitteln. Zum Beispiel Schalentiere von Getreide, Fäden bei grünen Bohnen. In tierischen Nahrungsmitteln kommen sie so gut wie gar nicht vor. Genauer gesagt sind Ballaststoffe langkettige Kohlenhydrate, die der Körper nicht verwerten kann. Da Ballaststoffe unverdaut den Verdauungstrakt passierten, galten sie früher als überflüssiger Nahrungsballast. Daher ihr Name. Heute weiß man, dass Ballaststoffe für die Gesundheit eine bedeutende Rolle spielen. Sie machen länger satt, fördern den Verdauungsprozess und helfen, Verstopfungen zu verhindern. Kohlenhydrate. Jetzt kommen wir auf das Wichtigste. Definition: Kohlenhydrate sind organische Verbindungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Sie gehören zu den Nährstoffen. Man teilt Kohlenhydrate nach ihrem Molekülaufbau in Einfachzucker. Monosaccharide besteht aus einem Zuckermolekül. Dazu gehören Traubenzucker, Glucose und Fruchtzucker,
Fructose. Doppelzucker, Disaccharide, besteht aus zwei einfachen Zuckermolekülen. Dazu gehören Rohr- oder Rübenzucker, Saccharose, der üblicherweise im Haushalt verwendete Zucker. Malzzucker, Maltose, in Getreide und Bier und Milchzucker, Laktose, in Milch und Milchprodukten. Vielfachzucker, Polysaccharide, besteht aus vielen einfachen Zuckermolekülen. Dazu gehört Stärke, hatten wir, und Zellulose, unverdaulicher Ballaststoff. Während der Verdauung werden Stück für Stück alle Bindungen zwischen den Einfachzuckern gelöst. Dieser komplexe Verdauungsprozess dauert viel länger. Die durch Aufspaltung entstehenden Einfachzucker werden sehr langsam ins Blut abgegeben. Die Mehrfachzucker kommen ins Stärke- und ballaststoffreichen Lebensmittel wie Kartoffeln, Getreide und Vollkornprodukten vor. Mehrfachzucker werden deutlich langsamer verarbeitet als Einfach- oder Zweifachzucker. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an und wir bleiben länger satt. Einfach- und Zweifachzucker sind dagegen vor allem in sehr süß schmeckenden Lebensmitteln wie Honig, Schokolade und Marmelade zu finden. Sie haben häufig einen hohen Energiegehalt, beinhalten aber keine oder kaum Vitamine und Mineralstoffe und sind damit leere Kalorien. Mit einer Ausnahme, Obst und Gemüse. Als leer bezeichnet man Kalorien umgangssprachlich, wenn das betreffende Nahrungsmittel außer Energie kaum weitere lebenswichtige Nährstoffe enthält. Dazu zählen beispielsweise Vitamine, Mineralstoffe, bestimmte Eiweißbausteine und Fettsäuren. Lebensmittel mit hoher Energiedichte sind meist stark verarbeitet, enthalten wenig Wasser und Ballaststoffe sowie viel Fett und Zucker. Dazu zählen unter anderem Süßwaren, Mayonnaise, frittierte Lebensmittel und Wurstwaren. Diese Einfachzucker müssen während der Verdauung nicht gespalten werden und werden vom Körper sofort in die Blutbahn aufgenommen. Hier dienen sie dem Körper als Energielieferant. Aber die Verdauung von Einfachzucker geht extrem schnell. Der Körper gewinnt Energie aus der Nahrung, aber nicht alle Bestandteile der Nahrung, die wir aufnehmen, liefern dem Körper Energie. Als Energielieferant dienen ihm sogenannte Makronährstoffe, die Kohlenhydrate und Fett. Im Bedarfsfall kann der Körper auch aus Eiweiß, Proteine, Energie gewinnen. Kohlenhydrate sind der Hauptenergielieferant in der Nahrung. Ein Überschuss an Kohlenhydraten wird im Körper zu Fett umgewandelt und so gespeichert. Ein Überschuss an Kohlenhydraten wandelt der Körper durch die Leber und Muskeln Glykogen, einem Mehrfachzucker, um. Bei Bedarf kann Glykogen wieder in Glucose verwandelt werden. Der Körper hat einen begrenzten Glykogenspeicher. Sind also alle Glykogenspeicher gefüllt, baut der Körper überschüssige Kohlenhydrate in Triglyceride um und speichert sie in Form von Fett. Merke, wenn der Körper mehr Glucose zur Verfügung hat, als er benötigt, speichert er diese in Form von Glykogen in der Leber oder in den Muskelzellen. Kohlenhydrate liefern dem Körper Energie. Sie sind wichtig für viele Stoffwechselvorgänge und Organe. Ernährungsleitlinien empfehlen, dass die Hälfte des täglichen Energiebedarfs über Kohlenhydrate abgedeckt werden sollte. Vor allem die Muskeln und das Gehirn brauchen viele Kohlenhydrate. Sofern diese Energie nicht
sofort benötigt wird, können Kohlenhydrate in Speicherzucker oder in Fett umgewandelt und so gespeichert werden. Also nutzt euer Hirn rege an, aus, an. Folgende Kohlenhydratequellen sollten somit bei einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen. Quinoa. Quinoa enthält besonders viele Proteine und essentielle Aminosäuren. Haferflocken, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte, Naturreis, brauner Reis, Erbsen, Vollkornprodukte. Nüsse, Fleisch, Fisch, Linsen, Quark, nicht Joghurt, Schlagsahne, Eier, Kidneybohnen, Vollkorn. Vollkorn hat so seine Vorteile, ohne hier Partei zu ergreifen. Es enthält alle Teile des Getreidekorns, Keim, Endosperm und Kleie. Die Ballaststoffe in der Kleie fördern die Verdauung, während der Keim mit Vitaminen und Mineralien punktet. Das Endosperm liefert Energie in Form von Kohlenhydraten. Im Vergleich dazu wird bei der Herstellung von Weißmehl der Keim und die Kleie entfernt, was einige der ursprünglichen Nährstoffe aussortiert. Manche behaupten, dass Vollkornprodukte aufgrund ihrer Ballaststoffe dazu beitragen können, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und das Risiko für bestimmte Krankheiten zu reduzieren. Das liegt möglicherweise daran, dass die gängige Verarbeitung von Weizen häufig die Entfernung von Kleie und Keim beinhaltet, um die Haltbarkeit zu verbessern. Vollkornprodukte sind oft aus anderen Getreidesorten wie Roggen, Dinkel oder Hafer erhältlich. Und wenn es um Weizen geht, könnte es schwieriger sein, reines Vollkorn zu finden. Vielleicht liegt das auch daran, dass Weizen in der industriellen Verarbeitung oft veredelt wird. Die Entscheidung zwischen Weißmehl und Vollkorn kann daher auch durch die Verfügbarkeit und persönliche Vorlieben beeinflusst werden. Wenn Vollkornweizen schwer zu finden ist, könntest du Alternativen in Betracht ziehen. Fette. Fette, die waren Energielieferanten mit stolzen 9 Kalorien, 37 Kilojoule pro Gramm, geben sie dir doppelt so viel Energie wie Proteine oder Kohlenhydrate. Bestimmte Fettkomponenten sind sogar essentielle Nährstoffe für deinen Körper, besonders die unverzichtbaren Fettsäuren. Aber mein Freund, alles mit Maß und Ziel. Maximal 30% deines täglichen Energiebedarfs sollten aus Fetten kommen. Ein übermäßiger Fettgenuss und ein unschönes Fettsäurenmuster können mit Gesundheitsproblemen wie starkem Übergewicht, erhöhten Blutfettwerten, Bluthochdruck und Herzerkrankungen verknüpft sein. Also im Energiehaushalt auf die Balance achten. Das ist die Devise. Fette werden in gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren aufgeteilt. Gesättigte Fettsäuren. Diese Fettsäuren sind für den Körper nicht lebensnotwendig, da er sie aus anderen Nahrungsinhalten synthetisieren kann. Vertreter wie Butter, Myristin, Capryl, Caprin, Capron, Palmitin und Stearinsäure sind hauptsächlich in tierischen Produkten zu finden. Einige pflanzliche Quellen wie Kokos- oder Palmkernfett enthalten ebenfalls gesättigte Fettsäuren, jedoch in geringerem Maße. Ungesättigte Fette. Ungesättigte Fettsäuren werden in einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren unterteilt. Ein Teil kann vom Körper synthetisiert werden, während andere als essentiell gelten und durch die Nahrung aufgenommen werden müssen.
Pflanzliche Nahrungsmittel wie Pflanzenöle, Ölfrüchte, Nüsse und Samen sowie fettiger Fisch sind reich an diesen Fettsäuren. Der Ersatz gesättigter Fettsäuren durch ungesättigte kann sich positiv auf die Blutfettwerte auswirken und das Risiko von Herzerkrankungen senken. Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren, Alpha-Linolensäure und Linolsäure, sind essentiell, da der Körper sie nicht eigenständig produzieren kann. Diese Fettsäuren sind in verschiedenen Pflanzenölen, fettem Fisch und einheimischen Kaltwasserfisch vorhanden. Zusätzlich sind langkettige EPA und DHA, die in fettreichen Fischen vorkommen, von besonderer Bedeutung für die Ernährung. Aber wie passt das mit dem Fett macht Fett zusammen? Hier kommt die biochemische Setlist ins Spiel, mein Freund. Dein Körper braucht Fette für verschiedene Prozesse. Wenn du die richtigen Fette willst, regulieren sie sogar den Stoffwechsel und helfen dir, in Topform zu bleiben. Also denk an die Fette als die Bausteine deiner eigenen biochemischen Rockband. Die richtige Kombination bringt die besten Hits für deine Gesundheit hervor. Keep on rocking. Blutdruck und Puls. Der Puls wird allein dadurch bestimmt, wie oft sich das Herz pro Minute zusammenzieht, kontrahiert. Werden also die Gefäße enger, steigt der Blutdruck, nicht aber der Puls. Wird jedoch mehr Blut benötigt, muss das Herz öfter schlagen, wodurch der Puls, also die Anzahl der Pulsschläge, steigt. Der Pulsdruck ist der messbare Druck des Blutes in den Arterien, während es vom Herzen durch den Körper gepumpt wird. Blutdruck und Herzfrequenz sind zwei unterschiedliche Messgrößen. Der Blutdruck ist der Druck, Kraft pro Fläche, des Blutes in einem Blutgefäß. Er ist direkt abhängig vom Herzzeitvolumen und vom Gefäßwiderstand. Er ist in der Aorta am größten und sinkt auf dem Weg des Blutes durch den Blutkreislauf über Arterien, Kapillaren, Venen, immer weiter ab, bis wieder das Herz erreicht ist. Die Herzfrequenz gibt an, wie schnell das Herz schlägt, während der Blutdruck den Druck in den Arterien angibt. Verstanden? Proteine. Proteine sind Eiweiße. Der Begriff Protein wurde aus dem griechischen Wort Proton oder Proton auf Griechisch für das Erste, das Wichtigste abgeleitet. Denn Eiweiß ist für unseren Körper sehr wichtig. Da er keinen Eiweißspeicher besitzt, müssen unsere Körperzellen regelmäßig mit Eiweiß versorgt werden. Was bewirkt denn eine eiweißreiche Ernährung? Der hohe Gehalt an Eiweiß in der Nahrung erhöht die Verweildauer im Magen. Die Folge? Der sogenannte glykämische Index, der den Blutzuckeranstieg im Blut angibt, sinkt. Sehr viel pflanzliches Eiweiß enthalten Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Erbsen. Eiweiße liefern hauptsächlich Baumaterial für Muskeln, Organe und Blut, aber auch für Enzyme und Hormone, etwa zur Immunabwehr. Auch als Energiequelle spielt Eiweiß eine sehr wichtige Rolle, besonders wenn ein Mangel an anderen Energielieferern, wie zum Beispiel Kohlenhydraten, besteht. Eiweiß kurbelt die Fettverbrennung an und heizt den Stoffwechsel so richtig ein. Und das vor allem in Kombination mit Sport. Sport ist Mord. Denn eine eiweißreiche Ernährung, bei der man gleichzeitig den Kohlenhydratanteil reduziert,
zwingt den Körper dazu, überschüssiges Fett abzubauen. Schneller satt durch ausreichend Protein. Ergebnis einer Studie, die vermehrte Aufnahme von Proteinen hatte nicht nur auf das Hungergefühl, sondern auch auf die Sättigung der Probanden einen positiven Einfluss. Eiweißreiche Kost macht schneller satt als Kohlenhydrate und hält länger vor. Eiweißmenge. Die empfohlene Proteinzufuhr von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag für Erwachsene entspricht, bezogen auf das Referenzgewicht, einer Zufuhr von 57 bis 67 Gramm Protein pro Tag. Diese Menge kann über den Verzehr proteinreicher Lebensmittel erreicht werden. Die empfohlenen Mengen werden in Deutschland in der Regel leicht erreicht und teilweise sogar übertroffen. Locker. Normalerweise wird das überschüssige Eiweiß mit dem Urin ausgeschieden. Ist jedoch die Nierenfunktion eingeschränkt, kann es dabei zu Problemen kommen und die Nieren können dauerhaft Schaden nehmen. Ja, viel, viel trinken. Sie kennen bereits einige Lebensmittelgruppen, die Eiweiß enthalten. Nachstehend finden Sie jedoch eine Tabelle mit Beispielen von Produkten, die am meisten Eiweiß enthalten. Hühnerbrust ohne Haut, gekocht 32,1 Gramm bis 54,5 Gramm in 180 Gramm. Magere Schweinelende, gebraten 31 bis 52,7 Gramm in 180 Gramm. Gekochter Thunfisch, Filet, 29,9 Gramm bis 50,8 Gramm in 180 Gramm. Kürbiskerne, 29,8 Gramm bis 8,5 Gramm pro Handvoll. Deine Hand. Hole-in-One-Käse, 28,8 bis 43,8 pro Scheibe. Rindfleisch, Roast Beef, 28,7 Gramm bis 48,7 Gramm in 180 Gramm. Tofu, 17,3 Gramm bis 43,5 Gramm pro Glas. Gekochte Soja, 15,8 Gramm bis 23,7 Gramm pro Glas. Gekochtes Vollei, 12,6 Gramm bis 6,3 Gramm pro Ei. Eier gibt es in den Größen S bis XL, also extra groß. Diese Klassifizierung ist nach Gewicht definiert. Ein Ei der Größe S wiegt weniger als 53 Gramm, Größe M geht bis 63 Gramm, L bis 73 und alles, was darüber ist, ist XL. Rote Linsen, gekocht 9 Gramm bis 17,9 Gramm pro Glas. Rinderzunge 22 Gramm pro 100 Gramm. Garnelen 27 Gramm pro 100 Gramm. Fleisch 20 Gramm pro 100 Gramm. Fisch zwischen 15 und 20 Gramm pro 100 Gramm. Meeresfrüchte 15 bis 20 Gramm pro 100 Gramm. Gelbkäse 25 Gramm pro 100 Gramm. Quark 19 Gramm pro 100 Gramm. Hüttenkäse 12 Gramm pro 100 Gramm. Eigelb 16 Gramm pro 100 Gramm. Eiweiß 11 Gramm pro 100 Gramm. Soja 34 Gramm pro 100 Gramm. Getrocknete Hülsenfrüchte 20 bis 25 Gramm pro 100 Gramm. Pistazien, Mandeln, Cashew 20 Gramm pro 100 Gramm. Walnüsse, Haselnüsse, Erdnüsse 14 Gramm pro 100 Gramm. Freunde, das sind Schätzwerte, Zirka-Werte, nicht festnageln, bitte. Leber, was hat Leber mit dem
ab bzw. zunehmen zu tun. Guckst du. Eine funktionierende Leber produziert Galle zur Fettverdauung im Darm, wandelt überschüssige Kohlenhydrate in Fett um oder speichert sie als Glykogen zur späteren Bereitstellung von Energie. Außerdem baut sie Gifte, Medikamentenbestandteile und Alkohol ab. Hoffnung versus Zuversicht. Hä? Ich denke, du bist beim Abnehmen. Langsam. Was ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht? Und was hat das mit Ernährungsumstellung zu tun? Guckst du. Hoffnung ist der Wunsch, dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie es sich wünschen. Zuversicht ist ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ohne Hoffnung und Zuversicht geht nichts. Was aber ist zielführender? Hoffnung hilft dir zu glauben, dass es sich lohnt, dass das Ergreifen von Maßnahmen ein neues und positives Ergebnis für sie selbst hervorbringen wird. Zuversicht bringt sie tatsächlich dazu, Maßnahmen zu ergreifen, ohne von ihren eigenen Einschränkungen zurückgehalten zu werden. Na, haben Sie einfach Zuversicht und schicken Sie die Hoffnung zum Teufel. Na, Sie wissen schon. Denn Hoffnung ist die Karotte für den Esel. Übernimm jetzt die Verantwortung für dein Leben und deine Gesundheit. Verantwortung bedeutet nämlich, für seine Handlungen einstehen. Begeben Sie sich endlich in eine Therapie. Und da ich Grieche bin und weiß, was das Wort bedeutet, benutze ich es hier absichtlich. Ich kann das. Therapie. Altgriechisch, Therapia, Dienst, Pflege, Heilung, Behandlung, von Therapeuvon, heilen, dienen, pflegen oder Behandlung, bezeichnet alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Behinderungen, Krankheiten und Verletzungen oder seelische Traumata positiv zu beeinflussen. Na dann, das war's für heute, liebe Zuschauer. Wir legen jetzt gemeinsam eine kreative Pause, aber der Spaß hört hier nicht auf. Im zweiten Teil verrate ich euch genau, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Also bleibt dran, es wird spannend. Bis gleich. Bis gleich. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Kommentare und Fragen erwünscht. Ich werde reagieren. Versprochen.